Es ist... Er sieht aus wie ein Marienkäfer. Täusche ich mich da? Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Herzlich willkommen. Und wir werden uns heute mal die ganzen Sticker anschauen, die aktuell schon bekannt sind. Und ich werde alle Sticker in diesem Video bewerten. Das Ganze ist natürlich nur meine Meinung, Leute. Und ja, wenn ihr die Idee gut findet, könnt ihr gerne einen Like da lassen und meinen Kanal jetzt kostenlos abonnieren. Würde mich wirklich sehr freuen. Wie gesagt, es kostet nichts und ja, jetzt einfach kurz runter scrollen. Ja, geliked, habt ihr schon? Abonniert? Ja? Glocke, Glocke? Ich möchte ganz kurz nur vorne absagen, dass ich die ganzen Sticker aus dem Brawl Talk Video habe. Das heißt, das sind wahrscheinlich nicht alle Sticker, aber es sind die Sticker, die wir aktuell schon kennen. Und ich habe die mit Photoshop auch ein bisschen bearbeitet, weil manchmal war ja noch ein bisschen was vom T-Shirt zu sehen, weil der Sticker ins T-Shirt reinging vom Sprecher, also der quasi die ganzen News vorgestellt hat. Und ja, das habe ich dann ein bisschen bearbeitet, aber bei ein, zwei Stickern sieht man das noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, fangen wir an mit dem allerersten Sticker. Für die Leute, die nicht wissen, was vielleicht die Sticker sind, die kommen im nächsten Update und die kann man dann quasi benutzen beim Chatten und so weiter. Fangen wir an mit dem allerersten Sticker. Auf Platz 20 haben wir Jackie und ich muss dazu sagen, ich finde diese ganzen Brawler nicht schlecht oder so, aber ich muss die ja irgendwie sortieren, deswegen, ne? Gibt es einige, die mir mehr gefallen, einige, die mir weniger gefallen. Und ich finde einfach bei dem Jackie-Sticker, der ist nicht irgendwie schlecht oder so, aber ich finde, der ist relativ normal. Das Einzige, was ich ganz cool finde, ist, dass der halt ausflippt und irgendwie oben so ein bisschen so einen Wutanfall hat. Also man merkt auf jeden Fall, Jackie ist sauer. Aber ja, es ist schon relativ normal gehalten, deswegen hat Jackie heute mal nur Platz 20 belegt. Ja, dann gehen wir zum nächsten Sticker rüber und das ist der gute alte Colt. Leute, diesen Sticker finde ich eigentlich auch mega nice, aber was ich bei dem Sticker ein bisschen frustrierend finde, ist einfach der Fakt, man erkennt kaum, dass es noch Colt ist. Also schon irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Da ist einfach gerade mein Wecker angegangen, weil wir haben gerade 7.30 Uhr morgens, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr gerade ja, das Video anschaut. Lol. Ich wollte eigentlich ein bisschen später aufstehen, aber ja, im Endeffekt bin ich jetzt schon um 5.50 Uhr morgens aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Naja, gut, auf jeden Fall, beim Cold-Sticker gefällt mir nicht so, dass der komplett rot ist. Mir würde eine Variante gefallen, wo man auch sehen kann, dass es wirklich Colt ist und der ist einfach komplett rot. Klar, wenn man sauer ist, ist man komplett rot, aber ne, mir würde noch eine Variante gefallen, wo man Colt ganz normal sieht. Vielleicht kommt die auch noch, aber aktuell kennt man die dann nicht. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Sticker und zwar ist das der Döner Mike. Oder ich meine, es ist Döner Mike. Bei dem Sticker bin ich mir nämlich irgendwie nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Falls ich falsch liegen sollte, es könnte auch Tick sein, dann schreibt mal in die Kommentare, was das für ein Sticker sein könnte. Ich habe auch überlegt, ob das irgendein Boss sein könnte. Ich bin irgendwie zu keinem Entschluss gekommen und da man keine Infos darüber findet, ne, habe ich den einfach mal, ja, ein bisschen weiter nach unten getan, weil ich den auch eigentlich ganz cool fand mit dem Bart. Oder, ne, es sieht zumindest so aus wie ein Bart. Deswegen kam ich halt eben auf Döner Mike, aber ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde ich sagen. So, dann haben wir hier den nächsten Sticker und das ist Rico. Also warum ich auf Rico kam, also ich meine, es ist zumindest Rico, weil wenn man sich zum Beispiel Rico anschaut, sieht man, er hat auch so einen Strich, also so ein, ich sag jetzt einfach mal so eine 1 oder so ein I als Auge. Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist Rico. Finde ich gut, aber ja, irgendwie vielleicht doch noch zu schlicht, also ne, irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen wie die anderen. Und ja, das Einzige, was anders ist, ist, dass der halt ein rotes Auge hat, deswegen. Kommen wir zum nächsten Sticker und das ist Penny. Und ich finde den Penny-Sticker eigentlich mega cool, hier so mit so einem schönen Daumen nach oben. Ja, also kann ich eigentlich nichts drüber sagen, ist ein mega cooler Sticker, auch mit der Mütze und mit den Augen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und dann kommen wir zum nächsten Sticker. Und den fand ich eigentlich auch ultra nice. Das ist Jessie. Die weint leider. Ja, ich weiß, Jessie für Platz 1 hat es leider nicht gereicht. Ich finde aber irgendwie, erinnert mich Jessie an so einen Wikinger. Irgendwie so einen Wikingerbart hier unten, oder?
Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber irgendwie, finde ich, sieht Jesse so ein bisschen aus wie ein Wikinger. Naja, fand ich ganz lustig. Ja, kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier einmal Shelly. Und ich finde Shelly... Also Shelly ist auf jeden Fall sauer, sieht man ja. Aber ich finde, Shelly erkennt man auch so gut wie gar nicht wieder, beziehungsweise irgendwie schon, ne, zum Beispiel an den Haaren. Man muss schon sehr vielleicht kurz nachdenken, um Shelly wiederzuerkennen, aber dennoch ein cooler Sticker. Ja, der nächste Sticker wäre Karl und Karl ist auch komplett am Eskalieren. Eigentlich habe ich da nichts zu bemängeln. Karl sieht halt in dem Fall aus wie Karl, rastet auch wieder komplett aus. Ne, man sieht aber, dass der auch sauer ist anhand dieser komischen Wolke über den Kopf. Und ja, man sieht auch, der ist rot angelaufen im Gesicht, ne? Ja, kommen wir zum nächsten Skin und zwar ist das Pam. Pam ist ebenfalls auch traurig, wie man sehen kann, weil, ja, Pam, für Platz 1 hat es auch bei dir leider nicht gereicht. Aber irgendwie fand ich den cool. Erinnert mich halt an so eine, ja, an Pam. Also, da wurde auch nicht so viel getan. Dementsprechend kann man da gar nicht viel falsch machen. Aber, ja, auf jeden Fall auch ein nicer Sticker, würde ich mal sagen. Dann gehen wir zum nächsten rüber und zwar das ist der Moritz und der Moritz freut sich über seine Platzierung, deswegen gibt es hier so zwei Daumen, ja, das fand ich ganz nice, also so, eine, ja, so ein glücklicher Skin mal nebenbei und ja, da wurde auch eigentlich relativ wenig getan, Moritz ist halt Moritz geblieben, beschweren kann man sich über den Sticker eher weniger, würde ich mal sagen. Dann kommen wir zum nächsten Sticker und zwar haben wir hier den guten alten Daryl. Und ja, Daryl ist auch happy, ne, schön mit dem Piratenhut, was ich sehr cool finde. Und ja, hat auch diesen Daumen nach oben wie Moritz, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ja, fand ich auf jeden Fall ganz nice. So, hier haben wir den Spike-Sticker, den fand ich irgendwie cool. Der sieht zwar sauer aus, ne, weil der halt diese rot angelaufene Hautfarbe hat, aber ich finde halt einfach irgendwie das Rote, also ne, ich meine auch hier auf dem Kopf das Rote, das passt halt irgendwie. Also ich glaube so ein Skin, vielleicht wird es ja sogar so ein Skin geben, der würde ganz nice aussehen. Also so ein roter Spike-Skin, der sauer ist, vielleicht gibt es sowas bald, kann ja sein. Gefällt mir auf jeden Fall, ne, gefällt mir, mega nice. Ja, dann kommen wir zum nächsten Sticker und das ist die Kneipenschlägerin. Die weint auch, die wollte nämlich wahrscheinlich hier die erste Platzierung holen, aber Bibi, für dich hat es ebenfalls nicht gereicht. Und ja, bei Bibi, die weint einfach nur, deswegen da ist auch relativ wenig passiert. Ja, kommen wir zum nächsten Platz und hier haben wir Ems und da sieht man auch ein bisschen noch von der Kopfhälfte. Das konnte ich mit Photoshop leider nicht ganz korrigieren und ja... Aber den Ems-Sticker fand ich auch ultra nice, weil er so voll happy ist und irgendwie auch die Zähne, das hat mir so gefallen, dass die so, ja, irgendwie, die sehen cool aus. Auch die Details hier mit den Ohrringen fand ich echt cool. Und ja, ich glaube, das soll hier auch noch so ein Daumen nach oben sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, kommen wir zum nächsten und das ist hier Crow. Finde ich auch cool, der ist auch am Weinen, freut sich offensichtlich auch nicht so ganz über die Platzierung, aber Crow leider hat es heute nur für Platz, ich meine, 6 gereicht. Ich denke mal, das ist nicht so schlecht, ne? So, gehen wir zum nächsten Sticker und das ist Bo. Fand ich ultra cool gemacht, der ist halt auch wieder am Weinen, also auch das gleiche Schema. Ist kein schlechter Sticker, aber hat heute nur für den 5. Platz gereicht. Kommen wir jetzt zum 4. Platz und da hat es der Nita geschafft. Ja, warum der Nita? Weil ich den Nita-Brawler einfach mag. Deswegen, ne, hat der Nita Platz 4 erreicht. Auch wenn er weint, er wollte hier ebenfalls auch die erste Platzierung erreichen, aber das war leider nicht möglich. So, kommen wir zum 3. Platz und das ist Frank. Der freut sich über den 3. Platz. Kann man sich auch, denke ich, nicht drüber beschweren. Ich finde das breite Grinsen ganz cool bei dem. Also sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und ja, das ist auf jeden Fall Frank und Platz 3. Kommen wir zum 2. Platz. Und da ist der Boxer gelandet. Der eskaliert komplett. Ich finde aber, der erinnert mich irgendwie an so ein... Ich weiß nicht warum. Ihr könnt mich auslachen für die Aussage. Aber er sieht aus wie ein Marienkäfer. Täusche ich mich da, aber ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie ein Marienkäfer. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob das wirklich der Boxer ist.
aber so zu 98%, weil er sieht aus wie der Maskenboxer, dieser violette Maskenboxer. Deswegen, eigentlich sollte es der Boxer sein. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Platz Nummer 1 und das ist Tick. Jawohl, warum Tick? Ich fand das irgendwie cool, dass diese Kanonen so auf Tick gerichtet sind. Dann in der Mitte, ja, quasi der Kopf mit dem breiten Grinsen. Hier diese Details, das fand ich echt mega cool gemacht. Deswegen Tick auf Platz Nummer 1. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Sticker ihr am besten fandet. Und wenn ihr natürlich noch nicht abonniert habt, Leute, dann tut das jetzt mal. Lasst ein Like da, lasst auch ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, Leute, und ciao.